Vor ein paar Wochen habe ich gesagt, ich bin noch nie 230 Kilometer gefahren. Heute muss ich sagen, ich bin noch nie 316 Kilometer gefahren. Dies wird die längste Tour meines Lebens. Bisher solo, komplett. Und ich fahre heute das Orbit 360 im Solo-Ride. Ich weiß nicht, was für ein Video das wird. Entweder ein bisschen was auch immer. Es kommen ein paar schöne Orte, Ecken, Schlösser, Kirchen, irgendwas. Problem, es gibt viel Regen und bis zu 30 km/h Gegenwind. Wann verliert man den Antrieb? Wann tritt man noch in die Pedale, um zu denken? Und wann macht es wieder Spaß? Ich glaube, darum geht es heute. Nur Gegenwind. Nein, sicher nicht. Hier ist nicht schwarz, das fehlt nicht. Wenn das nicht geil ist, ne? Ich kann gar nicht verstehen, dass der Wetterbericht sagt, dass das heute so ein Scheißwetter werden soll. Ja, was soll man sagen? Eigentlich würde ich am liebsten die Regenjacke ausziehen. Aber teilweise ist der Himmel so bewölkt. Und es kommen auch mal ein, zwei Mini-Mini-Tropfen. Da muss ich einfach sagen, ich traue dem Frieden nicht. Tja, und wie umgerufen kommt jetzt der erste Regen. Das Leben ist schön. Ja, was soll ich sagen? Es regnet und es wird vermutlich die nächsten 6 Stunden regnen. Hurra! Nur weil es regnet, ist das Leben nicht schlechter. Achtung, ihr Lost Placer! Aufgepasst, das geht an euch! Kleiner Zwischenstand. Ich bin gerade im Spreewald, habe jetzt 90 Kilometer hinter mir, also immer noch 270 Kilometer. Eine ganze Hausnummer. Und ja, mit Gamaschen bin ich immer noch auf Kriegsfuß. Ich habe sie jetzt hochgekrempelt, meine Beinlinge, weil es regnet trotzdem rein, obwohl ich die Beinlinge über den Gamaschen hatte. Ach, naja. An dieser Stelle bin ich etwa 3-mal im Kreis gefahren, nur um dann zu merken, dass genau hier rechts der Weg auf den Radweg ist. Meine Navigationskünste sind wieder mal grottig. Ich weiß nicht, was das soll. Ich war hier bereits und Garmin sagte, was soll der Mist? Was? Das muss man bei seiner Planung erstmal mitkriegen. Oh, dass hier in so einer Seitengasse ein Fahrradweg ist. Sogar ein Knotenpunkt. Ach du Schreck. Gerade hätte mich so eine Windfee wirklich fast weggeballert. Oh, Herzinfarkt. Wie ist das, wenn man weiß, dass der ungemütliche Teil erst noch kommt? Tja, es geht nach Bergen und es ist ein kleiner Anstieg. Ich und Höhenmeter. Yay!
Was sagt uns das? Bei diesem Wetter niemals Pfützen ignorieren. Hashtag nicht blamiert. Tja, 240 Kilometer noch übrig. Was soll ich sagen? Irgendwann ist diese Zahl einfach nur noch eine Zahl und keine Hausnummer. Und das ist cool. Der Wind ist einfach eine Katastrophe. Tja, was so als erstes irgendwie wehtut, sind nicht die Knie, Füße oder Beine. Selbst die kalten Hände und Füße waren vollkommen okay. Was mir als erstes irgendwie so ein bisschen wehtut, ist eigentlich die Schulter. Die linke, weil die halt den ganzen Gegenwind abfängt und den ganzen Frontwind. Es geht noch, also es ist aushaltbar, aber ab und zu merkt man die. Das ist halt eine absolute Und wo auch immer ich gerade bin, geht's immer bergauf. Tja, hier hätte ich euch jetzt gerne erzählt, dass ich mich über die Sonne freue. Aber was soll man machen bei dem Wind? Jetzt geht's auf den Elster Radweg. Ich glaube, das war der Radweg Berlin-München. Müsste ich nachgucken. Ich kann mich schwach daran erinnern. Ja, 170 Kilometer fast. Ja, es geht. Also, um euch das Ganze angenehmer zu machen, der Radweg ist ganz passabel. Ich hatte an dem Tag schon schlimmere Radwege und ja, empfehlenswert. Einfach nur geil. Also, für die Spaziergeh-Freunde, natürlich draußen, ist das, glaube ich, die perfekte Spaziergegend. Ja. Ist doch auch nicht so weit weg von euch, wenn ihr nicht hier schon wart. Tja, ne, hier hätte ich euch jetzt gerne gesagt, wie stark der Wind ballert, aber naja. Man sieht den Wind und den Regen. Naja. Ich will und werde den Tag nicht vor den Namen holen. Aber die Natur verlangt mir echt alles ab. Scheint irgendwo die Sonne, jetzt sieht man es nicht, ist klar. Und hier Regen, teilweise Sturm. Ich habe immer noch Spaß und wie gesagt, also, es ist einfach nur noch fahren. Klar, man hat bei 38 km/h Gegenwind keine Lust, aber man quält sich trotzdem weiter und das ist das Geile. Und jetzt bin ich wieder auf dem Elsterradweg. Ja, zum Glück. Ich habe jetzt 190 Kilometer. Ja, also ein bisschen mehr. Und
wenn ich erstmal die 200 auf der Uhr habe für mich, dann ja, der Sieg ist mir nicht sicher, aber das macht mich richtig happy. Jetzt wird es auch nochmal hübsch. Oh je. Hey, das ist doch herrlich. Dieses Knotenpunktnetz hier ist einfach mal geil. Also, ich bin seit weiß ich nicht wann auf diesem Elsterradweg. Und seit Lübben bin ich ja quasi auf diesem Knotennetzwerk. Das ist übelst cool. Ich bin mittlerweile wieder im Landkreis Teltow-Fläming. Immerhin. Und gut, jetzt nicht, aber die meiste Zeit oder teilweise kann ich auch wieder mal im 30er Bereich fahren. Also vielleicht komme ich noch voran. Ich rechne mal noch mit ca. 5 bis 6 Stunden Fahrzeit. Dass ich heute noch so eine Aussicht kriege. Und jetzt seht ihr mich in Zeitlupe radeln, weil ich eine Menge Gegenwind habe. Und plötzlich wirkt dieser trügerische Tag so, als ob es den ganzen Tag schön gewesen wäre. Gerade sinkt meine Laune ein bisschen. Warum? Ich habe echt nur Gegenwind, immer leichte Steigung und komme durch den Wind auf maximal 15 km/h. Falls ich zu hören bin, ich bin bei gerade 8 km/h. Es ist endlich mal fast windstill. Das war so schlimm. Mir tun die Arme weh. Allein vom Gegenhalten, sage ich mal, links in der Schulter oder im Arm. Es ist jetzt nur noch ein nach Hause kommen. Mittlerweile 292 Kilometern ist man nun mal durch. Ja, was gibt's zu sagen? Also jetzt bei 320 Kilometer, es lässt die Konzentration nach. Man hat leichten Sekundenschlaf, man kämpft halt mit der Erschöpfung. Also ich habe noch 8 Kilometer nach Hause. Das ist so meine Schulter, die durch den Gegenwind leicht schmerzt. Meine Handgelenke, die schon seit, ich glaube, 14 Stunden am Lenker sind, setzt der erste Sekundenschlaf ein. Man kämpft gegen seine körperlichen Schwächen und ich sehe zu, dass ich nach Hause komme, denn ja, 300 Kilometer plus gehen an niemanden einfach so vorbei, vor allem nicht, wenn man diese Tour solo fährt. Am Ende waren es 327 Kilometer, 18 Stunden Gesamtzeit, 14,5 Stunden habe ich in die Pedale getreten. Danke fürs Zusehen!